Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Rogue. Tja, wir machen endlich mit der Story weiter. Haben wir schon in der letzten Folge und wir haben uns auch eine schöne neue Kutte zugelegt. Sie hat noch ein bisschen Templar-Style von vorn, hat aber auch eine Kapuze wie bei den Assassinen und sie nennt sich die dunkle Assassinen, was auch immer. Man wirkt wie ein Gefallener unter denen. So, und wir sind jetzt hier in Albany und ich wollte mich zuerst mal um das Bandenhauptquartier kümmern, bevor wir wieder die Story in Angriff nehmen. Das ist ja nur eine Sache und die hat nur einen Punkt. Also das dürfte nicht allzu schwer werden. Die Richtung, okay. Aus dem Weg. Ja, diese Folge nehme ich einen Tag nach dieser Ubisoft, nach diesem Release oder dieser Veröffentlichung von Assassin's Creed Syndicate nehme ich die auf. Ich habe das Zeug gestern gesehen und ich war begeistert. Also es wird auf jeden Fall ein sehr geiles Game. Britischen Offizier retten, Bandenführer finden und töten, Flagge. Okay. Britischen Offizier retten, na super. So, wir haben wieder die Kapuze auf. Bandenführer. Los, rauf hier. Verdammt nochmal. Ah, der Assassine oder die Assassinen wird dort im Busch sein. Jawohl. Entdeckt. Mal sehen, vielleicht können wir die oder den ausschalten. Ohne groß Tats zu machen. Oh, fuck. War ja klar, dass uns wieder irgendjemand sehen musste. Vor allem will ich hier rauf, weil da oben so ein blöder Scharfschütze rumhockt. Komm her. Jawoll. So, den erleichtern wir noch um sein Hab und Gut. Aber ich sehe gerade, über eine Wäscheleine kommen wir zu dem Schützen rauf. Steht da die Gefahr natürlich, dass der uns sieht. Also benutzen wir das hier. Na, ah, falscher Button. So. So, wir gehen zu dem hin, latschen ein bisschen auf seinen Körper ein, dass der uns in Ruhe lässt. Und kümmern uns um den oder die Assassinen da unten. Das war ein Nerv, okay. Gut. Da oben haben wir die Flagge. Die können wir schon in Angriff nehmen. Na komm. Hoch mit dir, Shay. Weg mit dem Scheiß. Dreckiger Assassin. So, britischer Offizier und den Bandenführer. Ah. Dort hinten ein grüner Punkt. Retten, ah, hier, okay. Kümmern wir uns erstmal um den britischen Offizier. Ja. Schlaf schön. Er hat sich jetzt aber sehr viel Zeit gelassen, Alarm zu schlagen. Wieso ziehst du deine Waffen, Shay? Das solltest du jetzt eigentlich nicht aufheben, du solltest den aufheben. Wenn ich jetzt das zweite Mal auf den einen kicke, fällt er nämlich runter und die entdecken den. So. Dass der schön hier oben bleibt. So, wie rette ich den jetzt am dümmsten?
Nee, nicht damit. Schlafen gehen. Da hinten hängt wohl noch ein Assassin rum. Ihr seid zum richtigen Zeitpunkt eingetroffen, mein Freund. So, um den kümmern wir jetzt noch hier. Nur noch der Bandenführer. Mal sehen, ob wir den unentdeckt killen können. Ich muss schon sagen, so eine schwarze Assassinen-Uniform, die eigentlich mehr Templer-Eigenschaften hat, die hat schon was. Ist aber natürlich auch nur was Temporäres. Werde ich noch ändern, wieder im Verlauf. Über 60 Meter weg. Wo hängen die denn rum? So, hopp. Ah, da haben wir ihn ja. Gut, versuchen wir es. Da wollte sich jemand anschleichen an uns. Möglichst schnell verstecken dann. Jetzt finden die den und dann wird es wieder alles nervig. Okay, der scheint sich... Wow, ein bisschen in Deckung gehen hier. Ja, zu spät. Gut, das ging doch recht flott. So, damit hätten wir auch dieses Bandenhauptquartier abgelöst. Und einen Teil des River Valleys damit gleichzeitig für uns beansprucht. Ja, ist jetzt erstmal egal, was hier noch so rumfleucht und kreucht. Einkünfte gesteigert auf 2400, das ist doch in Ordnung. Ist auch was drin? Ja. 7 von 16 Wirtschaftszonen eingenommen. Es gab keinen offenen Konflikt, deshalb gab es noch ein bisschen extra Money dafür. So, und jetzt? Ja. Renovierungen werden wir uns wohl nicht leisten können. Wir haben ja schließlich immer noch keinen... Nee, uns fehlen... Doch, das können wir uns leisten. Machen wir, hm? Ja, ich hätte es auch gleich markieren können. Das können wir uns tatsächlich leisten. Dann sparen wir uns das, die Rückkehr zu diesem Ort und kriegen außerdem noch ein bisschen mehr Kohle. Hat jetzt immer noch die Kapuze auf, das wundert mich ein bisschen, aber ist auch nicht schlimm. Gut, renovieren wir eben noch. Erhöht ihr Einkommen um 200. Naja, immerhin. Damit ist Albany fertig. Einkünfte aus kontrollierten Zonen sammeln sich der Bank an, holen sie das Geld oft ab, damit der Zustrom nicht unterbrochen wird. Na, das kennen wir ja schon aus Assassin's Creed 2, eigentlich aus vielen Teilen. Gut, und jetzt geht's ab zur Story. Wollen wir ja gar nicht groß Zeit verschwenden. Die versteckten Klingen warten auf weitere Assassinenopfer. Ah, da steht einer bei dem Schiff. Ist das unser neuer Templerfreund? Oder ist das Monroe?
Sieht mir nach Monroe aus. Okay. Kerngesund, nicht wahr? Ja, dank des Captains hier. Ein gutes Schiff, Captain Cormick. Danke, Colonel Monroe. Master Gist, konntet ihr mehr über die Verschwörer und ihre neuen Waffen erfahren? Ja, nur, dass sie von einem französischen Vorfluss abwärts aus operieren. Das ist nicht gerade beruhigend, oder? Wenn die Franzosen so nah ein Fort errichtet haben, planen sie vermutlich einen Angriff. New York könnte brennen. Schließt ihr euch an, Master Cormack? Ei. Genug Unschuldige sind schon gestorben. Dürfte ich vorschlagen, die Morrigan etwas aufzurüsten? Ein paar Verbesserungen und unsere Morrigan wird zu einer unschlagbaren Waffe. Und es gibt einen französischen Außenposten, wie ich zufällig erfahren habe. Das klingt hervorragend. Schon nicht schlecht, so als gefallener Assassine zwischen denen zu stehen. Minen explodieren bei Kontakt, mit dem Pockelgewehr zerstören. Ja, das ist zum französischen Außenposten segeln, okay. Yeah. Dann wollen wir mal. Welche Art Geschäft betreiben die Franzosen dort? Ist es nur Landnahme? Es hat mehr ökonomische, denn geografische Gründe. Einige der Halunken werden von Feinden der Kolonien finanziert. Sie wollen die lokale Autorität untergraben. Ich hörte, sie bestehlen die Bürger und verkaufen Grundgüter für den zehnfachen Preis. Gehäutet wird immer der kleine Mann. Colonel, ihr und Gist scheinen so beseelt. Ist etwas in diesem Wasser oder im Whisky? Warum fragt ihr danach, Master Cormack? Ich glaube, Shay traut unseren Absichten gegenüber unseren Mitmenschen nicht. Treibgut wartet auf Aufnahme, Sir. Ich verstehe, aber das macht nichts. Ich möchte nur, dass diese Kolonien ein sicherer und blühender Ort werden. Amüsant. Ich dachte, reiche Männer suchen nur nach Profit. Ich bin nicht reich, Master Cormack. Geld ist ein Mittel zum Zweck, kein Ziel an sich. Sagt ihr? Für ein Kartenspiel ist es durchaus ein Ziel. Gut, dann sind wir jetzt mit diesen Herren unterwegs. Hier auf der Insel, auf dieser kleinen, haben wir noch eine Schatzkiste. Würde ich sagen, die sacken wir ein. Los, yippie. Ja. Ah, hier haben wir eine Floßstation. Damit können wir praktisch ein bisschen schneller zu einem anderen Ort reisen, aber nur innerhalb eines bestimmten Gebiets. So, da hinten haben wir die Kiste. Ah, toll, die ist hier oben. Ich habe mich schon gefragt. Ah ja. Über die Astgabel. Hopp. Zack. Knallkraftabfall kann hergestellt werden. Ja, das kommt jedes Mal, wenn ich das Game starte und ja, irgendwas einsammle. Wurfpfeil. Stimmt, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? 10 Wurfpfeile? 6 Schlafpfeile? 6 Knallkraftabfeile? Ist jetzt noch nicht so eine Not, dass ich jetzt unbedingt was herstellen muss. Wo ist mein... Ah, hier ist mein Schiff. Wir werden hier nicht mit dem Floß fahren, das ist geil. Oh ja, die Morrigan sieht wirklich ein bisschen schwach auf der Brust aus. Die sieht noch so brüchig aus. Später, wenn die ordentlich aufgepeppt ist, ist die fast ein schwimmender Panzer. Gut. Und dort, seht ihr, haben wir einen dieser Konvois, dieser was auch immer. Außerdem noch einen Aussichtspunkt. Und ich würde sagen, bevor wir weitermachen, sacken wir das ganze Zeug noch ein. Wow. Da bin ich wohl angeeckt. Aber das
War noch nicht so schlimm. Twin Snake Path. Twin Snake, ja. Sie haben eine Templerkarte, die diesen Ort zu zeigen scheint. Naja, gut, aber wie gesagt, ich kümmere mich erst darum, wenn ich alle habe. Haben wir noch ein Templerkreuz. Ah, okay. 8 von 20. Gut. Erstmal den Aussichtspunkt dort oben. Ah, dort. Okay, wir werden wohl außen rum rennen müssen. Okay, aber nicht von der Seite. Ja, hier geht's hoch. Okay. Die weißen Griffkanten waren jetzt sehr gut zu erkennen. Okay. Und wieder runter. Gut, was gibt's hier noch? Ah ja, hier. Das Nachschublager. Ist sogar ordentlich gefüllt. Hier ist der ganze Rest. Was haben wir hier? Ein Grauwolf. Mhm. Kriegsbrief ist hier auch. Ein paar Animus-Fragmente, ein Hase. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um das Nachschublager. Können vielleicht unser Schiff wieder ein bisschen aufmöbeln. Oh, eine Patrouille. Der rote Bereich, den ihr hier seht, der bewegt sich mit der Patrouille mit, also man sollte den möglichst fernbleiben. Quatschen auch noch Französisch, also naja. Hopp. Die Truhe plündern. Ja, das ist nur eine Truhe. Aber die enthält ordentliches Zeug. Wird auch erstaunlich gut bewacht, muss ich sagen. Aha, dort hinten ist sie. Irgendwo ist doch hier ein Scharfschütze. Okay, da geht er gerade hinten hin. Oh fuck, 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 fuck. Mist. Vielleicht können wir den ein bisschen erstmal hier hin. Ja, Mist. Jetzt bin ich zu weit weg. Oh, dann mach du halt ein bisschen Krawall hier. Geh schön auf deine Mitleute los. Auf deine Partner wollte ich sagen, nicht mit, Leute. Was ist denn das für ein Wort? Na los, such dir deine Leute und bring die um. Und du genauso. Du knallst von da oben welche ab. Aber nicht mich. Springt noch einer rum. Der ist zwar ein Berserker, scheint aber irgendwie kein Abknallen und abstechen zu wollen. Ja. Warten wir eben, bis er von selbst umfällt. Genau. Und kümmern uns dann um den hier. Gut. Ach, der hat Munition für uns. Sehr schön. Zwei Berserkerpfeile. Immerhin. So, hier haben wir unsere Nachschubtruhe. Ah, ein bisschen Geld, ein bisschen Holz.
etwas wenig Metall, aber ja, passt. Das war ja nur Nachschublage, das war ja jetzt kein Warenhaus oder so. Zwei Verbesserungen sind verfügbar. Na, mal sehen. Vielleicht können wir zwar damit nicht das Schiff an sich verbessern, aber vielleicht können wir optisch was machen. Ein paar bessere Segel oder so. So, aber erstmal wollen wir den Rest von Twin Snake Blabla noch plündern. Oh! Hier oben ist noch ein Wikingerschwert. Bin ich mal gespannt, ob wir das von hier aus erreichen. Oh, über 200 Meter. Das ist halt, erstmal Munition. So. Okay, das war aber schon alles voll. Ja, immerhin zwei Schlafpfeile. So, ich glaube von hier... Ah, doch, hier. Es gibt nämlich manchmal solche Inseln und Stellen, wo man wirklich von einem anderen Ufer aus die Insel betreten muss. Wo man sonst auf den direkten Weg nicht hinkommt. Sogar Assassinen gibt es hier, das gibt es hier wohl nicht. Oh, 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 oh. Okay, es ging noch gut. Ich habe ihn zum Glück noch bemerkt. Sack. So, ich würde sagen, das Wikingerschwert holen wir uns noch. Und dann werde ich die Folge an der Stelle dann beenden. Ja, nicht an den Baum ran, Mensch. Alter. Die selber. Glatzkopf. Oh, was ist denn da los? Ach, da kloppen sich gerade ein paar Briten mit den Franzosen. Man kann eingreifen und den Briten helfen. Es gibt ein bisschen Geld, aber Geldnöte habe ich ehrlich gesagt nicht. Boah, die knallen ganz schön rum. So, Wikingerschwert hier. Das war das vierte von 15. Naja, gut. In Ordnung. Dann werde ich hier die Folge beenden. Wir sehen uns dann bei der nächsten wieder. Dann werden wir mit Twin Snake Path weitermachen. Vielleicht sogar fertig werden. Und dann segeln wir mit dem General und unserem Master Gist weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Tata!